Und damit willkommen wieder zurück zu einer weiteren Runde, so wie ich es spiele. Heute ist mal eine reine Runde vom netten Drakoron. Keine Sorge, natürlich. Achso, ja. Keine Sorge, das wird jetzt wie so ein Walzer, Tanzart oder eine Dreole, wird es ungefähr funktionieren mit den Aufnahmen. Heißt, keine Sorge, es kommt bald wieder System Shock. So, aber jetzt gerade, bitte entscheide ich mal um, wer das Let's Play übernimmt. So, aber ich kam halt auch nicht zu Draginas Tagebuch zum Beispiel. Nebenbei, bitte schaut euch bitte schaut euch meine vorherigen Let's Plays an, bitte. Ich wäre dankbar, wenn ich wüsste, ob irgendwas von damaligen Zeiten wiederholt werden könnte. Ich habe nämlich manche Folgen einfach nur eine Folge gemacht und wollte so schauen, wie es wirkt. Und ja, und auf die warte ich noch. Die hat möglicherweise keine gesehen. Aber es ist wirklich keine große Anstrengung. Habe ich ja selbst neulich gemacht. Ich habe mir einfach meine ganze Galerie angeguckt. Und muss ich sagen, wenn ihr auf Videos geht bei meinem Kanal und dann bei Videos halt unten auf weitere Videos anzeigt, das ist wirklich nicht lange. So. Was wollte ich machen? Ach so. Nein, das wollte ich nicht tun. Nein, das auch nicht. Das auch nicht. Cool. Genau. Ich wollte mir nämlich diese Runde eine Prozessor unlocken. Und bauen. Und ein Extraktor. Dann brauche ich aber Slabs. Und die Slabs habe ich ja auch gezeigt. Die Slabs kriegt man back, indem man den Prozessor verwendet. Den platzieren wir mal hier hin. Na, was soll's. So. Craft. Was wollte ich mir denn craften? Das ist ein Ofen, eine Schmiede, ein Forge. Crafting Stone Mining. Dafür brauche ich Extrakt Kohl. Ich brauche nur zwei Steine. Ich weiß noch nicht, wie man richtig Extrakt, also extrahiert. Stimmt, ich wollte ja bauen. Unlock. Geschmolzener Wachs. Und wie mache ich das? Habe ich eigentlich schon eine Kiste? Nein, ich habe keine Kiste. Dann weiß ich ja, was ich jetzt baue. Da habe ich es. Obwohl, nein. Wir haben eine Kiste. Die Kiste stelle ich mal hier. Also, da packe ich die Lebkuchensachen rein. Hoffentlich klaut sie mir niemand. Das wäre nämlich sehr böse. Sehr, sehr böse sogar. Das mache ich rein. Das mache ich rein. Das mache ich rein. Das mache ich rein. Blumen packe ich auch mal ein, bevor irgendwas passiert. Gut.
Was bauen wir denn? Extraktor. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wie ein Extraktor funktioniert. Extraktor muss placed on ore nodes. Habe ich unten ore nodes? Wieder zurück in die Mine. Ach ja. Schön hier. Sehr schön. Wie findet ihr eigentlich mein Treppenhaus? Eigentlich dieses ganze Haus, was ich hier baue. Also einer, der mich besuchen kommt, das weiß ich, ist eindeutig nächstes Jahr. Wie gesagt, wenn ihr halt irgendwelche neue Wünsche habt, die ich auch erfüllen könnte. Dann sagt's. So, ist das ein Erz? Nein. Da ist schon wieder ein Signal, aber zum Signal gehe ich leider noch nicht. Zu diesem Signal gehe ich erst, wenn ich Hilfe habe. Was ist das? Nettes Objekt. Unlock. Kohle. Ja, okay, muss ich mit denen leben. So. Was soll ich hier als nächstes bauen? Für ein Bett brauche ich einen Stuhl. Für einen Stuhl brauche ich einen Tisch. Für einen Tisch brauche ich einen Flur. Dafür brauche ich Wachs. Oh, er ist... Gut. Extraktor. Ich kann mich zu den teleportieren. Oh. Sind die überhaupt da? Ne, nur einer ist da. Gut, cool. Na, zum Glück sind sie eigentlich relativ günstig. Na. Wie ich sagte, ich werde einfach ich werde keine neuen Höhlen irgendwo in der Natur suchen, ich baue mir einfach eine. Hat jemand was dagegen? Dann möge er jetzt Einspruch erheben. Jetzt in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, dass ihr es nicht tut. Klingt zwar ein bisschen streng, aber ich meine es ja nicht streng. Ich mag einfach nur Kommentare. Kommentare mag ich immer. Das war eigentlich eins der Lieblingssachen, die ich bei YouTube gerne lese. Nämlich Kommentare, die hier bei meinen Videos stehen. Die mag ich. Auch wenn beispielsweise, wenn ich gelobt werde, vor allem dieses Außergewöhnliche, also bis jetzt hat mir noch niemand so etwas gesagt, nämlich dass meine Stimme etwas Beruhigendes hat. Das ist schon ein großes Kompliment, finde ich, für mich. Deswegen lese ich auch gerne Kommentare. Also, deswegen sage ich ja meistens, dass
bitte gerne Kommentare schreiben, weil ich Kommentare einfach schön finde. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ist das zufällig Eisen? Also wie ich gesagt habe, es ist halt seit einer bestimmten Taktart und die nächsten 2 oder 3 Folgen werden vielleicht mehr mit dem Drakdrakoren sein. Warum ich jetzt in dieser Folge hier halt bin, ich vermisse meine Kommentare. Ihr kommentiert dann dauernd Drakdrakoren, aber ich kriege einfach keine Kommentare mehr und deswegen wollte ich diese Folge rausbringen, damit ich wieder Kommentare bekomme und nicht er. Stimmt ihr sicher zu, dass ich lieber oder netter auf Kommentare antworte als er? Oder? Schreibt es in die Kommentare. Fossilien. Das ist doch nicht ein Witz. Jetzt gerade ist es kaputt gegangen. Zum Glück ist es so gut wie gar nichts. Was kann ich aus Fossilien machen? Hoffentlich kein Treibstoff oder Teer. Fossilien sind nicht was Schönes. Man sollte sie erhalten. Ich möchte ein Fossil zusammenbauen. Ich möchte... Ach, ich möchte, dass ich einen Dinosaurier daraus bauen kann. Ich möchte das Fossil zum Leben erwecken. Eine Gaslampe. Die Dinger sehen etwas komisch aus. Ein bisschen wie Erdbeeren. Aber ich bin schon wirklich gespannt, weil ich antike Sachen finde. Die Mantenschwert, Luminae Sword, Hidden Temple Sword, das ist a Premium. Visits dort auch noch get. Hä? Hidden Temple. Möbel könnte ich mir eventuell leisten, aber nicht jetzt. Jetzt habe ich keine Nötigung dafür. Ich habe Natur um mich herum. So, damit ich nicht hochlaufen muss, werde ich einfach... Werde ich nicht. Ich werde keinen Prozessor hier unten bauen können. Meine Finger. Gut, ich glaube, hier unten habe ich alles, was ich brauche. Ups, ist zu weit gedreht.
Tür. Tür zu. So. Ich freue mich schon auf meinen Besuch. Ich meine, ich habe ja schon ein Haus. So, fehlt aber noch ein Bett. Ein Bett. Obwohl, jetzt muss ich ein bisschen... Kann ich... Worin kann ich... Knochen? Nein, Fossile sind schön. So. Das reizt irgendwie doch dahin. Das lockt richtig. Ich so, ja, möchte hinten hin zum Signal. Wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, das mache ich jetzt. Aber davor... Very important. Teleport. Zu meinem Teleport. Bitte. Egal, was ihr tut hier auf dem anderen Server. Die zuschauen, keine Ahnung. Teleportiert euch bitte nicht zu mir. Ich möchte, dass ihr mich findet. Wo bleibt denn der Spaß, wenn man sich einfach hier hin teleportieren kann? Dann muss ich den Teleporter wegmachen. So, fehlt noch die Pflanzen, die ich eingepackt habe. Glücklicherweise habe ich zwei. Ta-ta-ta-ta. So, jetzt habe ich einen Steinhandschuh, aber, da für einen Stuhl brauche ich einen Tisch. Für einen Tisch brauche ich einen Floor. Und da habe ich einen Floor. Und dafür brauche ich den Made in the Forge. Gut. Für die Forge brauche ich was? Alles muss darin bestehen. Was soll's? Ich kann jetzt leider nichts dran ändern. So, wo haben wir die Forge? Da haben wir die Forge. Daher brauchen wir ein Mine Bedrock. Jetzt muss ich mich eigentlich entscheiden, aber nein. Es wird langsam Nacht und da gehe ich noch nicht weg. Da baue ich mir lieber ein Bett. Dann überspringe ich einfach den Moment. Wo es dunkel wird mit einem Bett. Und dann wird die Welt wieder schön. Warum kann ich hier nicht einfach Wachs an einer Fackel machen? Ja, Signal, provoziere mich noch später und danach später verschwindest du. Ich kenne diese Geschichte. Habe ich sie nicht ausgerüstet? Da ist sie doch. Viele Power. Ha. Was haben wir denn hier? Was bist du? Magnete. Ah, ich nehme an Magnesium. Ich weiß nicht, was Magnet ist. Deswegen schätze ich mal ein, dass Magnesium ist. So. Ich hoffe, hier verläuft sich niemand. Frag mich nicht warum, aber irgendwie, wenn ich etwas grabe, grabe ich es in so einem Muster. Mache ich gerade das Muster etwas dünner? Nein, ist immer noch das gleiche Muster. Ja, aber schön was anderes zu finden als Bedrock.
Was brauche ich nochmal für ein besseres Schwert? Ein Knochen. Und woher kommen jetzt die Knochen? Hm? Woher habe ich denn vorher? Nein. Weil ich mich mit Tieren gebildet habe. Na gut, Fossil. Ich finde dich bestimmt irgendwo wieder. Das heißt, es ist ungefähr... How... Was war das? Also wie ich es verstanden habe, ist es How, damit du besser im Hauen wirst. Haben wir ihn hier? Was haben wir denn hier? Schreck mich doch nicht so. Na, liebe Zuschauer. Wisst ihr, was ich vorhabe? Wisst ihr, was ich falsch mache? Wisst ihr, wie gut diese Position ist? Warum? Was brauche ich denn für eine Rüstung? Hm, Knochen und Leder. Tja, hm. Ich nehme an, ich... Das macht gar keinen Charme bei dem. Okay. Ich bin froh, einen Fund gemacht zu haben. Ich bin nicht froh, dass es mich angreift. Ich nehme an, es verfolgt mich immer noch. Ich meine, was soll es anderes im Leben haben? Tut mir leid, Freund, aber ich habe leider nichts anderes im Leben zu tun, als dich anzugreifen. Du hast so einen schönen Handschuh, den will ich haben. Finger weg von meinem Handschuh. Tja, was tust du jetzt? Ich habe eine Tür. Oh. Nun, ich nehme an, es war schlau, dass ich mich auf einen Baum versteckt habe und nicht da unten. Wie ich sehe, sind nämlich Sumpfmonster hier üblich. Und Geister, natürlich. Meine Tür ist offen. Tja, ich glaube... Wenn ich hier überlebe... Da bin ich eine Waldhexe geworden oder sowas. Ich bin so lange einsam gewesen. Ich werde von Dead by Daylight, ich werde einfach die Hexe, Lisa.
Ich war so lange alleine. Ich muss jetzt Opfer bringen. Warum gibt es eigentlich keinen Boden? Ein Bogen? Irgendwas zum... So, liebes Kuh, was tue ich? Ich habe hier... Tränke. Okay, Granaten. Verstehe. Also ich muss Schießpulver haben, ein Kristallspitze und Leder. Für eine Bombe. Verstehe. Was ist das für ein Symbol da oben? Aber ich möchte nicht allein losgehen. Meine Mine ist jetzt verseucht. Tja, das klingt wohl nach einer Aufgabe für die nächsten Folge, nehme ich an. Fragezeichen. Oh. Nein. Gut, ich glaube, alles, was ich tun könnte, ist jetzt noch ein bisschen hier rumbauen. Ja, das wäre eigentlich eine Idee. So, wirklich. Ja. Ach. Wieso macht das nicht andauernd? Warum fährt das andauernd aus? So. Na, wer sagt's denn? Manche würden das bestimmt Angst machen, aber ich meine, ich lebe hier nun. Also muss ich auch mit solchen Sachen klarkommen. Ach ja, falls jemand auch wohnen möchte, vielleicht kann der hier sich hier ein Haus machen. So, sehr schön. Ja, ich sehe die Signal doch. Was soll dieses Signal bedeuten? Oh, es wird Tag. Ich bin zuverlässig, dass das nicht das Signal bedeutet. Dummerweise passiert das durch Sonnenlicht. Heißt, meine Höhle ist immer noch verseucht mit einer brennenden Krabbe. Sehr schön. Ich mag diesen Ort sehr. So. Eine Sache, die ich aber jetzt tun muss, ist auf die Jagd gehen. Tut mir leid, Natur. Obwohl. Diesen Job belasse ich lieber den Dark Dragon. Der mag sowas doch liebend gerne. Der zerhaut doch liebe Gerd, kleine Tiere. Hatte mir schon neulich erst bewiesen. Ich glaube, ab diesem Punkt pausiere es einfach und bis zur nächsten Folge.